warum nehmen Sie hier teil? Also was ist da drin? Weil es das Richtige ist. Weil es das Richtige ist, hier zu sein, weil die Basis, wie Sie bestimmt wissen, eine der größten Kriegsbasen der Welt ist, außerhalb der Vereinigten Staaten, dass die ganzen Kriegsgeräte da drüber gehen, weil der Drohnenkrieg völkerrechtswidrig ist. Also es gibt eigentlich viel mehr Gründe, hier zu sein, als nicht hier zu sein. Jetzt kenne ich Sie, also ich persönlich eher aus diesen Corona-Protesten, aus dem Umfeld. Ist das was, wo man sagt, da versucht man jetzt Bewegungen irgendwie zusammenzubringen? Es gab gestern ja auch Diskussionen drum, ob das möglicherweise, ob es da eine Vernetzung geben könnte. Also ich bin ja schon langjähriger Friedensaktivist, das heißt, hier bin ich ja schon seit Anfang an mit dabei, und der Friedensdemo war ich von Anfang an dabei, für international gezeigte Menschenrechte, Rock und Rechts, da war ich ja überall immer sehr präsent quasi. Und ich finde, bei den Corona-Protesten ist es ähnlich eigentlich wie bei diesen Protesten hier, dass es einfach die Kollateralschäden einfach ausgeblendet werden, dass man immer quasi eine gewisse Sicht auf Dinge hat und dass es einfach noch viel mehr Sicht gibt, die man eigentlich berichten müsste, auf die man das Augen legen müsste, genauso wie bei den Grundrechten, genauso wie beim Frieden. Ohne Friede keine Freiheit, ohne Freiheit kein Frieden. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, hier zu sein, wichtig, auf Grundrechtsproteste zu gehen und richtig, sich für das einzusetzen, für was man steht und für das, an was man glaubt. Jetzt gibt es ja ein bisschen, wenn man sie googelt oder so, dann kommt relativ schnell Verschwörungsideologischer Rapper. Ist das ein Schuh, den Sie sich anziehen, oder wie sind Sie das? Nee, das ist ein Schuh, der mir angezogen wird, ja, und deswegen würde ich mir diesen Schuh selbst nicht anziehen. Ist ja auch die Frage, was betitelt man dann als Verschwörungstheorie? Sagt man, es ist eine Ermittlungshypothese. Bis vor ein paar Jahren war es eine Verschwörungstheorie, dass überraschend der Drohnenkrieg kommt. Also da waren wir genauso an dem gleichen Level, dass wir quasi bis 2012 gesagt haben, okay, das sind Verschwörungstheoretiker, die hier stehen und das behaupten, bis dann ein Brandon Bryan kommt oder bis dann ein Snowden kommt, und dann ist es plötzlich keine Verschwörungstheorie mehr. Und deswegen ist das halt immer die Frage, die Trennschärfe ist halt, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Die Trennschärfe ist, was stimmt und was stimmt nicht. Und was ist böse Mut ist. Jetzt sagen Sie aber, bedienen Sie aber schon auch so dieses Vokabular. Also jetzt sozusagen mit Corona haben Sie auch vom Great Reset gesprochen. Also es gibt ja durchaus diese Vorstellung, das ist quasi im Grunde genommen so eine geplante Sache oder zumindest orchestrierte Sache, mit der man eigentlich den Umbau der Welt und der Gesellschaft anstrebt. Also ja, die Frage ist ja nicht, ich denke mir das ja nicht aus und erfinde einen Begriff, den nennt sich Great Reset, wie Sie bestimmt selbst wissen, hat ja Klaus Schwab selbst ein Buch geschrieben, das heißt der Great Reset. Und darin wird ja auch sehr detailliert beschrieben, wie so eine Gesellschaftstransformation aussehen soll, wie demokratische Prozesse vielleicht nicht mehr an vorderster Front stehen sollen, sondern eben Public-Private Partnerships, das heißt, die Konzerne machen sich mit den Regierungen zusammen und sie wissen ja selbst auch, wie das läuft. Ja? Und deswegen ist es nicht eine große Verschwörungstheorie, sondern wir schauen uns das einfach an und versuchen, die Euphemismen wegzuglauben. Denn ich glaube nicht, ich persönlich glaube nicht, dass das World Economic Forum unbedingt das Beste für die ganze Menschheit zu tun hat. Und genau die ganze Welt ausgebeutet haben in den letzten Jahrzehnten, jetzt sich plötzlich denken, wir sollten es vielleicht doch für alle Menschen wundervoll machen. Deswegen versuche ich, die Euphemismen wegzumachen und versuche zu gucken, was steckt dahinter. Und wenn ich totalitäre Tendenzen sehe in diesen Plänen, und zwar einfach zu sagen, you will own nothing and be happy. Ja, kennen Sie ja bestimmt auch. Einfach diese Vorstellung, dass die breite Masse besitzlos sein wird und dann gibt es wenige Menschen, die dann vielleicht bestimmt nicht ihren Besitz abgeben, weil ich glaube kaum, dass Klaus Schwab sich meint mit own nothing and be happy. Ich glaube auch nicht, dass viele andere Philanthropen, Milliardäre, RBS Rammstein-Besitzer quasi sich selbst meinen bei own nothing be happy. Aber was ja so ein bisschen immer mitschwingt bei diesen ganzen Theorien und die sie meines Erachtens auch anfeuern, und das haben ja auch etliche Leute auf diesem Gebiet auch gesagt, erzählt, die sagen, also klar, diese Corona-Pandemie und möglicherweise sogar die Impfungen, wer weiß, was da verspritzt wird, im Grunde genommen ist das alles ein groß angelegtes Programm zur Bevölkerungsentwicklung. Sie haben ja auch gesungen von irgendwelchen Chips in irgendwelchen Spritzen etc. Also das ist ja das, ne? Also da gibt es ja Anknüpfungspunkte. Ja, die Frage ist ja auch, was ist Kunst, das werden Sie selber auch wahrnehmen, oder was ist Kunst und was sind wirklich Statements, die gesetzt werden. Und ich sage nicht die ganze Corona-Pandemie ist erfunden und in allen Impfungen sind Spritzen. Habe ich auch nie gesagt. Sie deuten es nur an in Ihren Songs. Nee, ich habe in einem Song 2017, in einem Song, in dem ich mich selbst verkleide und einen Alchemisten spiele, der gegen das System Diaboli angeht und versucht, das Böse dieser Welt und versucht, die Welt zu einem besseren Platz zu machen, habe ich einfach sehr, sehr viele Sachen genommen und zusammengemischt und einen fantastischen Song daraus gemacht. Und deswegen kann ich auch hier nochmal sagen, ich glaube nicht, dass in jeder Spritze Chips drin sind. Habe ich auch nie ernsthaft belauscht. In manchen Spritzen? Nee, auch nicht in manchen Spritzen. Okay, du hast gesagt, nicht in jeder. Ja, ich weiß, dass sie... Okay, gibt es jetzt die Corona-Pandemie oder gibt es nicht? Ich glaube, es gibt die Corona-Pandemie, ich glaube, es gibt den Coronavirus. Ich glaube, es ist wie bei sehr, sehr vielen Krisen. Die Frage ist, wenn wir eine Krise haben, wie lösen wir diese Krise? Und ich glaube, dass viele der Lösungen, die uns angeboten werden, nicht unbedingt immer das Beste im Hinterkopf haben bei ihren Lösungen, sondern, ist ja wie selbstverständlich, wie bei jedem Unternehmer, versucht er natürlich seinen größtmöglichen Profit
irgendwie dann auch noch dabei herauszuschlagen. Und ich glaube, dass die sehr, sehr missbraucht wird auf sehr, sehr vielen verschiedenen Art und Weisen. Und ich glaube nicht, dass sie erfunden wurde. Ich glaube auch nicht, dass es Corona nicht gibt. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die das glauben. Aber ich sage, es wird einfach ausgenutzt, wie auch bei Kriegen. Es ist ja ganz genauso. Dann ist die Lösung mehr Kriege oder mehr Atombomben. Und dann denke ich, okay, vielleicht werden andere Lösungen doch besser. Warum gibt es sofort 100 Milliarden für die Kriegsindustrie, würde ich sie nennen, nicht Sondervermögen, sondern Kriegskredite? Und warum hat es so lange gedauert, bis die Pflegekräfte 1 Milliarde bekommen haben? Das sind einfach, wo man einfach merkt, wie die Prioritäten sind. Ja? Und da merkt man einfach auch, wenn es 2 Jahre dauert, bis die Pflegekräfte 1 Milliarde bekommen, ja, dann merkt man ja, wie hoch wirklich das, der Stellenwert bei der Politik hat. Weil in Medien ist es natürlich, die Medien, ich weiß, das ist wieder sehr generalisierend, ja, aber in den meisten Medien, naja, also generalisieren, ja. Also sind Infokrieger und dann, wenn ich mir die Textzeilen durchlese, dann können sie ja schon ein bisschen generalisieren, müssen sie jetzt nicht zurückhalten. So, ne? Nö, aber natürlich habe ich in einem Song 3 Minuten Zeit, das muss ich auch noch reimen, das muss auf den Beat passen, also natürlich kann ich dort das nicht ausdifferenzieren bis ins letzte Kleinste, weil es sind Lieder, die meistens 3 Minuten Länge haben. Jetzt aber nochmal zurück zu diesem Vorwurf Verschwörungsideologe und der sozusagen da so gewisse Muten anheizt in den Milieus. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Sie retten von Chemtrails, sie retten davon, dass der Klimawandel nicht menschengemacht wird, dass es den Leuten nur erzählt wird, um sie irgendwie zu unterdrücken. Also das sind ja alles Themen, die ganz klar verschwörungsideologisch geprägt sind. Ja, die Frage ist ja auch, wie viele Songs aus den letzten 10 Jahren haben Sie sich von mir angehört und wie viele Songs aus den ganz frühen Anfangszeiten? Und mittlerweile wähle ich meine Worte natürlich viel bedachter und weiß natürlich auch, dass mir viele Leute zuhören, wie es in der Anfangszeit noch nicht war. Da habe ich ja teilweise auch Theorien aufgegriffen, teilweise auch verrücktere Sachen gemacht, aber das gibt es ja schon lang nicht mehr. Ich werde natürlich oft reduziert auf das, was ein bisschen schade ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber deswegen kann ich sagen, das hört sich so von Sachen der letzten, keine Ahnung, 9 Jahre, 10 Jahre an, seit ich wirklich ernsthaft Musik mache. Und dann können wir noch mal reden. Also diese Songs, die anscheinend schon ein bisschen älter sind, dann sagen Sie, das würden Sie jetzt so nicht mehr texten oder da haben Sie einen Fehler gemacht oder wie muss das bestimmen? Ich würde teilweise alte Songs so nicht nochmal schreiben. Ja. Einfach auch, weil ich weiß, was meine Worte mittlerweile auch für ein Gewicht haben und ich mittlerweile sehr viel bedachter auch mit dem umgehe, was ich tue und was ich sage. Und deswegen hört euch meine neueren Songs an. Das sind, Also Klimawandel doch keine große Verschwörung, sondern gibt es real oder ja, was das, heißt das jetzt? Ja, das ist ja eben die Frage. Wir haben ein Problem, was wird uns als Lösung präsentiert? Was wird dagegen getan, wie ich auch mit den Pflegekräften meinte? Wie viel wird getan, wenn es darum geht, der Rüstungsindustrie Geld zu geben, dann geht das so schnell. Aber wie viel wird getan, wenn die Pflegekräfte in der 100-Pandemie Geld haben? Die Frage war jetzt, ob der Klimawandel sozusagen menschengemacht ist oder ob das sozusagen deswegen eine Erfindung ist oder eine Lüge, die den Leuten erzählt wird, weil man irgendwas anderes damit bezweckt. Also, ja, es gibt ja sehr, sehr viele Dinge, die man noch mit damit bezweckt, aber es ist ja auch gut, dass Sie es ansprechen, weil die US-Air Base Amsterdam, das US-Militär ist der größte Umweltkiller, den es auf der ganzen Welt gibt. Das heißt, wenn wir da was ändern wollen, finde ich gut, dass wir das schließen können. Also irgendwie geht mir nicht darauf ein, ob der Klimawandel Menschen gemacht ist, ob das gerade im Ende. Naja, weil es einfach ein großes Thema ist, über das man mehr redet als über Soundbites mit euch. Das ist halt auch, wir wissen ja auch, dass der Beitrag wahrscheinlich nicht in vollen Längen ausgestrahlt wird. Wir wissen, dass ihr auch keine tiefere Diskussion, wir wissen auch, dass ich kein Klimawissenschaftler bin und dass Sie kein Klimawissenschaftler sind. Wir wissen auch alle keine Virologen. Aber ich bin übrigens auch nicht vom Militär und stehe trotzdem hier und versuche, diese Basis zu schließen. Für eine einfache Antwort wie ja, nein oder bin mir nicht sicher, hätte es ja ausgedacht. Ich glaube, der Mensch hat einen Anteil. Ich glaube, der Mensch zerstört auch diese Erde. Ich glaube aber, dass der Single-Fokus auf CO2, glaube ich, dass das der falsche Weg ist. Okay. Jetzt gibt es rund um diese Kampagne, wo Sie ja ein Teil sind, wo Sie sagen, seit Jahren inzwischen Teil, gibt es auch innerhalb der Friedensbewegung Diskussionen, die sich unter anderem an Ihrer Person, aber auch an anderen Sachen festmacht, wo man sagt, es ist zu breit, man geht da in eine Rechtsoffenheit, ist das Schlagwort. Sie saßen ja auch schon bei Ken Jebsen, glaube ich, und haben auch im Rahmen von diesem Corona-Protest mit Leuten zusammengearbeitet, wo man eher nicht unbedingt ins linke Spektrum verorten würde, was ja ursprünglich so die Heimat der Friedensbewegung ist. Und gestern gab es Diskussionen, ihr kennt, zum Beispiel vielleicht mit der AfD zusammenarbeiten, was ist mit so einer Figur wie einem Elsässer. Was denken Sie darüber? Sagen Sie mal, man muss diese Bewegung breiter aufstellen und links, rechts, das dient nur zur Abgrenzung oder was ist da so? Ich fand die Diskussion gestern auch spannend, weil ich mir das auch einfach
das Konzept spannend fand, wie ist das mit Friedensbewegung, Freiheitsbewegung, Grundrechtebewegung, und muss auch dazu sagen, dass sobald der Name Elsässer oder AfD kam, kam er sofort in Widerspruch. Also es ist ja nicht so, als ob dann Leute applaudiert hätten, und das haben sie nicht. Und deswegen steht hier auch keiner von der AfD auf der Bühne, keiner von der NPD, keiner von der FPÖ. Also ich frage ja nach Ihrer Meinung. Ja. Genau. Also wie da ist die Reaktion da gemischt worden, ist, habe ich mir auch so. Nicht gemischt, ich war ablehnend. Deutlich ablehnend. Ja, war deutlich ablehnend. Und so würde ich auch sagen, aber ich bin nicht die Kampagne. Ich bin nicht die Kampagne und kann hier weder bestimmen, wer auf die Bühne geht, noch wer nicht auf die Bühne geht, noch sonst was. Aber ich finde es auch gut, dass man teilweise klare Kante hat, ja? Und dass man auch einfach gerade bei solchen Themen, die eigentlich nur links sind und anti-imperialistisch sind, wie ich mich auch empfinde übrigens, es ist einfach auch ganz wichtig, dass man eben nicht mit Gott und der Welt hier steht. Aber natürlich wäre es schön, Gott und die Welt stünde hier. Okay, super, danke. Sie müssen los, ne? Ja. Okay. Mein Kollege ist später noch dort, vielleicht hat er noch mal eine Frage oder so, aber ansonsten schon mal ganz herzlichen Dank. Danke euch.